begeben wir uns in die Rückenlage. Ganz entspannt. Ich habe auch dazu geschrieben, bitte einen Polster mitnehmen. Jeder darf sich gern einen Polster unter den Kopf legen, wenn er diese für die Entspannung braucht. Sollte nicht zu hoch sein, dass der Nacken wirklich entspannen kann. Gut, wir kommen auf der Matte an. Spüren den Körper, vielleicht kribbelt es ein bisschen. Einfach so mal wahrnehmen, wie fühlt sich mein Körper jetzt an. Manche möchten auch lieber die Beine aufstellen, das ist gar kein Problem. Vielleicht hat der ein oder andere seine Rolle zu Hause, zum unter die Kniegelenke reinzulegen. Ich mache das jetzt bei der Anja einfach einmal. Man kann auch eine Decke unten reinlegen. Wichtig ist jetzt nur, dass ihr ganz entspannt da liegen könnt. Beobachtet euren Atemfluss. Ohne diesen irgendwo hinlenken zu wollen. Und dann beginne ich meine Aufmerksamkeit auf meine rechte Hand zu legen. Bilde mit dieser eine Faust, stell diese Faust auf und drücke die Faust 3-4 Sekunden in die Matte. Ich zähle mit. 1, 2, 3, 4 und locker lassen. Nachspüren. Wir wiederholen das nochmal auf der gleichen Seite. Faust bilden, reindrücken in die Matte. 4, 3, 2, 1 und locker lassen. Nachspüren. Wir machen das gleich auf der anderen Seite. Faust bilden mit der linken Hand und reindrücken in die Matte. 1, 2, 3, 4 und locker lassen. Versuchst die Spannung währenddessen nicht zählen, immer mehr und mehr aufzubauen. Und nochmal Faust bilden und reindrücken. 1, 2, 3, 4 und locker lassen. Wieder etwas nachspüren. Wir lenken jetzt die Aufmerksamkeit weiter auf, Schultergürtel, Schulterblätter und Nacken. Und jetzt versuch deine Schulterblätter hinten etwas aktiver in die Matte zu drücken, sodass es dir deinen Brustkorb etwas nach oben aufwölbt. Und ich zähle wieder 1, 2, 3, 4 und entspanne. Nachspüren. Wir wiederholen. Reindrücken die Schulterblätter, sodass das Brustbein sich hebt, die Brust nach oben kommt. 4, 3, 2, 1 und entspanne. Versucht mit der Aufmerksamkeit beim Körper zu bleiben, wahrzunehmen, zu spüren, was macht diese Anspannung und Entspannung mit meinem Körper. Und jetzt gehen wir weiter in unsere Gesichtsmuskulatur. Ihr presst jetzt die Lippen ganz fest aneinander, kneift die Augen zusammen, versucht alle Gesichtsmuskeln in eurem Gesicht zu aktivieren. Es sieht euch keiner zu Hause, einfach nur ganz, ganz, ganz grimmig reinschauen. 3, 2, 1 und entspannen. Spürt rein in eure Gesichtsmuskulatur. Vor allem Region Stirn und Schläfen. Haben oft um den ganzen Tag ziemlich angespannt. Und wir wiederholen diese Übung. Wieder ganz fest zusammenpressen. Die Lippen, die Augen.
vielleicht so einen Kussmund einmal machen und dann 4, 3, 2, 1 und locker lassen. Nachspüren. Was Bedürfnis hat zu Hause, sich so ein bisschen über die Gesichtszüge zu streifen, dann macht's das einfach. Intuitiv macht man eh immer wieder das Richtige. Vor allem die Kiefermuskulatur, Wangen, ruhig da ein bisschen reinmassieren. Dann legen wir die Hände wieder neben den Körper ab. Wir drehen den Kopf nach rechts und nach links mit möglichst wenig Kraftaufwand. Mal reinspüren, was macht es mit meinem Nacken? Gibt es eine Seite, wo ich etwas beweglicher bin? Wenn ihr eine Seite festgestellt habt, dann bleibt ein paar Atemzüge auf dieser Seite. Wir üben jetzt hier keinen Druck aus, einfach nur auf dieser Seite bleiben und noch einmal gedanklich dorthin zu gehen. Muskulatur vielleicht etwas loszulassen über die Atmung. Dann bringen wir den Kopf wieder zurück in die Ausgangsposition. Dann gehen wir weiter. Gesäßmuskulatur. Du spannst jetzt die Gesäßmuskulatur ganz fest an, hast ganz einen starken Popo, sodass sich das Becken vielleicht sogar ein bisschen hebt. So, drück die Fersen jetzt hinten hinein in die Matte und drück dich von unten richtig durch. Wie so ein Bogen. 4, 3, 2, 1 und fallen lassen. Wer das Bedürfnis hat, ein bisschen nachzuschütteln, bitte gerne. Auch ruhig einmal einen tiefen Atemzug ausüben. Und dann noch einmal Gesäßmuskulatur anspannen, Becken heben, Fersen in die Matte hineindrücken, nicht die Luft anhalten. 4, 3, 2, 1 und fallen lassen. Bleib in der Position, wirklich versuch mit jedem Atemzug ein bisschen mehr reinzuspüren, wie du in die Matte sinkst. Und jetzt konzentrieren wir uns zum Abschluss noch auf die Atmung. Versuch den nächsten Atemzug in den Bauch hineinzuleiten, dann hinauf in den Brustkorb. Und langsam wieder ausatmen. Wieder einatmen in den Bauch, in den Brustkorb. Und über den Brustkorb und Bauch wieder ausatmen. Bitte jeder nach seinem Atemfluss. Mir ist es jetzt nur wichtig, dass ihr tiefe Atemzüge macht, ein bisschen differenzierter, angesteuert, ohne zu forcieren. Auch vorstellen, vielleicht, wie man über die Atmung auch die Organe massieren kann. Lächelt hinein in eure Organe. Und mit der Ausatmung so versuchen, auch das Gefühl des Loslassens wahrzunehmen. Jetzt machen wir alle noch einen gemeinsamen tiefen Atemzug. Atme ein, versuch dich bis nach oben zu denken, bis zur Schädeldecke. Halte hier ganz kurz die Luft an und langsam wieder ausatmen. Vielleicht ein bisschen länger, als wie du eingeatmet hast. Dann wieder die Luft anhalten
Und dann geh wieder in die Einatmung. Du kannst 4 Schläge einatmen. Die Luft dann anhalten. Und 6 bis 8 Schläge ausatmen. Bitte jeder nach seinem Atemvolumen. Auch das kann man zunehmend trainieren. Aber es kommt nicht zur Entspannung, wenn ihr euch dabei zu stark forciert. Jeder macht es nach seinem Atemrhythmus und Gefühl. Noch 2-mal. Lass die Gedanken vorbeiziehen. Und zum Abschluss reiben wir die Hände noch aneinander, Handflächen ganz fest, bis sie warm sind. Leg dann die Handflächen auf deine geschlossenen Augen. Wirklich die Handflächen, nicht die Finger. Lass dich da nochmal so richtig reinsinken. Man kann gerne so einen ganz sanften Druck auf die Augen ausüben, aber wirklich nur ganz sanft. Und dann streifen wir mit unseren Fingerkuppen über unsere Stirn, über unsere Augenbrauen. Hinten runter über die Ohren, schnappen uns zum Abschluss noch die Ohrläppchen. Und massieren diese noch einmal durch. Zaubern uns ein Lächeln ins Gesicht. Wer will, kann gerne noch ein bisschen liegen bleiben und nachspüren. Bitte denkt mal dran, danach auch was zu trinken. Wir ziehen uns für ein paar Minuten zurück. Sollten euch noch ein paar Fragen einfallen, dann bitte niederschreiben, wer genug hat und wem es gefallen hat, bitte gerne einen Daumen hoch. Wir freuen uns darüber. Auch Kommentare reinschreiben. Und vielleicht sehen wir uns in ein paar Minuten wieder in der Frage- und Antworten-Minute oder Minuten.